An vielen Forschungseinrichtungen bringen Menschen Computern und Maschinen die Fähigkeit bei, selbst Erfahrungen zu sammeln und Entscheidungen zu treffen. Wenn Computer und Maschinen flügge werden und in puncto Intelligenz den Menschen den Rang ablaufen, hat das Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Uni Freiburg möchte den Dialog über künstliche Intelligenz auf eine breite Basis stellen. Bei der sogenannten Stadtwandforschung interpretieren Kreativschaffende mitten in der Stadt Momente aktueller Forschungsarbeit. Bilder an Gebäudewänden in Freiburg zeigen, wie ein Dialog von Kunst und künstlicher Intelligenz aussehen kann. Der Neuroinformatiker Joschka Bödecker hat zusammen mit einem Stuttgarter Künstler das größte Werk konzipiert. Es wird künftig die Fassade der Unibibliothek schmücken. Das Werk, was entstanden ist, was der Marc Wöhr erstellt hat, hat mehrere Ebenen, die dort zusammenspielen und verschiedene Aspekte unserer Arbeit beleuchten. Unter anderem zum Beispiel die Problematik, Menschen generell mit Technologie zu verbinden. Technologie, die intelligent ist, die eine eigene Dynamik hat, die Signale aus dem Körper verarbeitet und selber wieder Signale in den Körper reingibt. Und all diese Sachen sind in dem Werk von Marc Wöhr verarbeitet. Wichtigste Vorlage für das Kunstwerk ist die Hirnstromkurve eines Epileptikers. An solchen Kurven wird künstliche Intelligenz trainiert, epileptische Anfälle vorherzusehen. Ich durfte mit dem Herrn Professor Bödecker zusammen ein Motiv entwickeln zu seiner Forschungsarbeit, die sich um Epilepsie dreht, über die Tiefen der Elektronen, über die Ebenen, die ich farbig dargestellt habe in meinem Werk, über die kleinen Elektronen, die tief verankert sind im Gehirn, mit kleinen Ecken und Kanten wieder darzustellen, zu zeigen, das Ganze zusammenzubringen, einfach sein Forschungsgebiet mit meiner Kunst. Noch sind die Widerparts im Dialog von Wissen und Kunstschaffenden Menschen. Aber schon beim nächsten Mal könnte die künstliche Intelligenz im Dialog mit sich selbst womöglich ihre Erkenntnisse selbst in Kunstwerke umsetzen. Wer weiß.